Bei einem SUV-Unfall in Berlin sterben 4 Menschen. Später zeigt sich, ein Krampfanfall des Fahrers war die Ursache, nicht das Auto selbst. Doch da war der Debattensturm um SUV schon durchgezogen, schreibt Anna Sauerbrei vom Tagesspiegel. Eine sehr starke, sehr polemische, auch von Neidgefühlen getragene Debatte über die Frage, darf man in Innenstädten noch SUVs fahren? Tatsächlich, so die Autorin in ihrem philosophischen Essay, geht es um eine andere Frage. Was ist die neue Abwägung, die wir treffen müssen zwischen dem Allgemeinwohl und den individuellen Rechten des Einzelnen? Also letztlich, wie weit darf Freiheit noch gehen, die Freiheit des Einzelnen in Zeiten des Klimawandels? Unter dem Titel »Wir Alltagsidioten« plädiert Anna Sauerbrei für die Freiheit, auch mal Idiotisches zu tun. Wie viel Freiheit darf man sich als Individuum noch nehmen, als sozusagen diese ganzen Alltagsidiotien? Darf ich noch Fleisch essen? Darf ich eben noch SUV fahren? Darf ich nach Mallorca fliegen oder müssen wir jetzt alle immer nur noch an der Ostsee Urlaub machen? Wie justieren wir das Verhältnis von Allgemeinwohl und individueller Freiheit neu? Aber ich glaube, dass wenn man sich anschaut, wie weit die Akzeptanz für die Klimapolitik in der Gesellschaft verbreitet ist, dass man da aufpassen muss, dass man es nicht ins Gegenteil kippen lässt, indem man den Leuten ständig ihren Alltag hineinreguliert.